Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoch die Tassen Samstag. Das Spiel heißt Hoch die Tassen Samstag? Aber sicher doch. Ja, vom LS15 mit dem Reed. Hallo. Oh Mann. Also entweder hat der Reed gerade mit einer Flasche. Mit einem Plastikbecher. Mit einem Plastikbecher? Mit einem Plastikbecher, weißt du? Was ist denn ein Plastikbecher? Ein Becher aus Plastik, weißt du? Plastik. Plastik, ja. Okay. Ist echt mal dabei ich dazu? Okay, der Weg ist komisch. So, also das erste Endfeld. So, heute ist Samstag und wir haben ja extra heute noch, bevor die Aufnahme gestartet hat, so gegen 11 Uhr auf Twitter rumgefragt, schlagt uns doch ein paar Themen vor. Richtig, und zwar willkommen. Über die wir in diese sechsfolgigen Aufnahmesession quatschen können. Und es wurden zwei Themen vorgeschlagen. Das eine war Kartoffelsalat, das zweite war Tomatensalat. Richtig. Jetzt weiß ich nicht, war Kartoffelsalat der Film damit gemeint oder das Gericht? Den gibt es immer noch nicht auf einschlägigen Streaming-Plattformen, ne? Auch Mara und den Feuerbringer wirst du nicht auf einschlägigen Streaming-Plattformen finden. Was, bei Mara und der Feuerbringer finde ich schade. Ja, das dürfte aber auch alles daran liegen, dass diese Filme deutsche Produktionen sind. Ja, richtig, aber so Sachen wie Traumschiff Surprise oder so findet man ja da auch, weißt du, was ich meine? Ja, da haben aber auch Hollywood-Schauspieler mitgespielt, also in Hollywood bekannte hallo, Schauspieler. Hallo, Otto Walkes, hallo! Die kennt doch keinen Schwanz außerhalb Deutschlands. Ja, und mal davon ab, dass der Film namens Kartoffelsalat wohl, wie ich gehört habe, ein reines Product Placement war. Den haben vielleicht 1 Million Leute gesehen im Kino, so ungefähr. Doch so viele. Also es waren nicht mal alle Abonnenten von Bibi und Dagi drin. Also ich nehme mich jetzt mal ganz, ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, also jetzt insgesamt gesehen, Kartoffelsalat haben den Film aktuell 1 Million Leute. Meintest du? Anscheinend. Okay, dann lehne ich mich aus dem Fenster und behaupte, dass der Tube Clash Film mehr Zuschauer hatte. Glaube ich auch. In den Kinos. Behaupte ich jetzt einfach mal. Bei uns kamen auch nur 3 Vorstellungen von Kartoffelsalat im Kino. Ich wollte ihn ja mit Schatz angucken, um einfach nur zu mal objektiv seine Meinung dazu sagen zu können. Nicht nur zu sagen, der Film ist eh scheiße, dann brauchen wir sie nicht angucken. Ich habe mir mit Absicht nicht angeguckt, weil ich mir dachte, der ist scheiße. Ja, wir wollten uns angucken und uns selbst ein Bild davon zu machen. Ja, aber ich hatte Angst, wenn ich mir den Film angucke. Ich hatte echt Angst, wenn ich mir den Film angucke, kann ich mir nie wieder irgendeine Vorführung oder irgendeinen Film von Otto Walkes angucken. Ich hatte Angst, dass mir dieser Film Otto kaputt macht. Und ich glaube, ich habe richtig gehandelt. Das könnte sein. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall mal in der Videothek ausleihen, wenn er auf DVD raus ist, wenn die Videothek ihn führt. In der Videotheke? Ja, richtig. Ich hasse dieses Wort. Oder auf Amazon Instant Video streamen. Ich glaube nicht, dass... Doch, da könnte das hinschaffen. Gibt's da schon Mara und der Feuerbringer? Gibt's den schon auf DVD? Ich weiß es nicht. Dann gibt's den wahrscheinlich noch nicht. Ich weiß es nicht, weil der gute Dragios hat ja jetzt seit gut 2 Tagen Amazon Prime. Und ich muss sagen, ja, wir werden unser kostenloses 31-tägiges Abo fortführen. Kostenpflichtig. Weil kostet ja ein Witz. 49 Euro im Jahr. Ja eben, das ist nichts. So, wenn ich jetzt überlege, wir haben bald und wieder Weihnachten. Und du hast die Filme dabei. Wir haben bald wieder Weihnachten in ein paar Monaten. Und es ist am nächsten Tag einfach da. Ja, ja, aber guck mal, wir haben bald Weihnachten in ein paar Monaten. Und dann bestellen wir sowieso wieder bei Amazon. Und schon hast du die 49 Euro Abo wieder drinne. Sicher? Locker. Also, wenn ich überlege, wir haben uns ja am Freitag ein Navi bestellt, das haben wir uns ja zu Samstag liefern lassen. Mhm. Hast du vielleicht mitbekommen im Stream? Ja, hab ich mitbekommen. So, und die Kosten für diese 24-Stunden-Lieferung, Vorzugslieferung, es gibt ja einmal über Nacht. Richtig. Also einmal Express und einmal Premium-Lieferung. Die fällt, glaub, von 20 Euro auf 5 Euro, wenn mich alles täuscht. Nee, pass auf. Also erstmal gibt's ja diese 2 Lieferarten. Richtig. Ja? Beide besagen Lieferung am nächsten Tag. Da gibt es aber ein großes Missverständnis drin. Aber der Unterschied war, die Premium-Lieferung, also die bessere von beiden, hätte uns 6 Euro gekostet. Mhm. Mit Amazon Prime 0. Richtig. So, also. Und dann ist der direkte Overnight bis am nächsten Morgen ist auch noch günstiger. Also der per UPS kommt. Richtig. Gut, weil wir hatten nämlich dann die Lieferung per Hermes. Ich bin ja kein Freund von Hermes. Aber Schatzi meinte aber, der Hermes-Lieferant war knackig und jung. Das hat ja nur allgemein mit Hermes wenig zu tun. Ja.
Er hat geliefert und er hat geklingelt. Das ist schon mal ein großer. Die hat geklingelt. Das war schon mal ein großer Pluspunkt. Nee, aber egal. Also, sagt Amazon, also, sagt, ich weiß nicht, was uns diese Themenvorschläge sagen sollen. Außer vielleicht der Film Kartoffelsalat, ich werde ihn mir nie angucken. Das Gericht schmeckt gut, wenn man es selber macht und wenn man es richtig macht. Oder wenn es der Richtige macht. Und, oder wenn es der oder die Richtige macht. Das ist meine Oma zum Beispiel. Meine Mama. Oder ich. Du? Oh, ja. So, ich kaufe mir jetzt was. Da wir ja bald die Map wechseln, kaufe ich uns jetzt was. Man nimmt einfach Kartoffeln vom Vortag, also gekochte Kartoffeln vom Vortag, nehme ich immer. Schnibbel die im Prinzip in relativ, ich sag mal nicht in dünne Scheiben, sondern ich sag schon so, also sagen wir mal 4 mm dicke Scheiben, Pi mal Daumen, ne? Also ist alles Pi mal Daumen in der Küche. Und dann füttel ich die Scheiben nochmal. Mhm. Und also, ne? Du machst dann oben auch so kleine Dreieckchen sind. So, dazu kommen dann eingelegte Gurken, also gewürzte Gurken. Können auch Conchis sein, das ist egal. Gewürzgurken füttel ich eh nochmal, also in Scheiben und dann gefüttelt. Conchis schneide ich nur in Scheiben, weil sind ja klein genug. Und dann kommt der Rirarik, jetzt kommt der Trick. Dann von dem Gurkenwasser was in den Kartoffelsalat. Also ich mag ja keine Gurken. Die Gewürzgurken. Nee, auch nicht. Ja, aber guck mal, wenn du machst das ja mit Mayo, was ist das? Ein riesiger, riesiger Grubber. Richtig. Du machst ja, in den Kartoffelsalat machst du ja nur Mayo rein, ne? Manche machen ja ein bisschen Essig mit rein. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich mag Essig, aber ich kenne ganz viele Leute, die mögen überhaupt gar kein Essig. Wie, vielleicht solltest du erst aufklappen, wenn du beim Feld bist. Ich wollte dir mal aufklappen, einfach nur, dass du nicht vorbeifahren kannst. Achso. Und dann nehme ich nur das Gurkenwasser, weil das da ist Essig drinne, aber es schmeckt nicht so penetrant nach Essig. Okay. Das kann man da, boink, das kann man da ruhig mit reinmachen. Also das ist so. Natürlich Ei mit reingeschnibbelt und Apfel. Das ist auch das Zwiebel mit rein. Und das ist dann eigentlich alles, was ich mit reinmache. Also was ich auch ganz lecker finde, ist geschossener Kartoffelsalat. Was ist denn ein geschossener? Da kommt dann Endiviensalat mit rein, in den normalen Kartoffelsalat ohne Gurken. Achso. Also statt Gurke Endivie. Richtig. Und also meine Oma macht auch keine Gurke rein, was ich ganz sympathisch finde. Vielleicht, weil sie einfach weiß, dass du keine eingelegten, keine Gewürzgurken magst. Nee, es mag einfach keiner bei uns eine 5-Minute Kartoffelsalat mit Gurken. Achso, bei euch mag generell keiner Kartoffelsalat. Nee. Achso, mit Gurken. Achso. Hier wurde ja, übrigens, das, gerade in meiner Timeline wurde ein Spiel confirmed. Warte mal. Das wäre das Einzige, was ich zum Thema Kartoffelsalat sagen könnte. Und zum Thema Tomatensalat, das ist genau das gleiche. Tomaten, Zwiebeln. Richtig, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch. Ja, aber kleingeschnippelt, nicht ja. Gequetscht. Ja, richtig. Dass man richtig schön draufbeißen kann. Genau, und für die den sagen, aber es stinkt doch so bei Knoblauch. Es muss schmecken, scheiße. Ihr müsst vorher die Knoblauchzehe, die ihr nimmt, der Länge nach, also ne, von man hat ja irgendwo eine Spitze, man hat ja oben und unten bei den Dingen, ne, sieht man ja, wenn die noch eingepackt sind, quasi einmal von oben nach unten aufschneiden, halbieren. Dann hast du in der Mitte so einen grünen Keimling drinne in diesem Knoblauch. Den rausnehmen und dann klein schnibbeln. Schon stinkt es nicht mehr. Und ist auch nicht mehr so scharf, weil das Ding hat die Schärfe und das Ding hat den Gestank. Dieser kleine Keimling in der Mitte der Knoblauchzehe. In meiner Timeline wurde gerade ein Spiel confirmed. In deiner Timeline wie confirmed? Ja, also ein Release-Datum. Half-Life 3. Uncharted 4. Oh, wann? 18.03.2016. Oh. Das ist gar nicht mal so weit weg, ne? Das ist, ja, das ist gar nicht mal so weit weg. Das ist ja fast Geburtstermin. Ja, also, ich rechne. Also fällt für dich dann wohl eher flach. Ich rechne. Wenn dann für Schatzi. Ich spiele ab. Uncharted nie gespielt, das hat mal Schatzi gespielt. Uncharted ist doch, ist es nicht. Böse Zungen sagen, das Tomb Raider von Nintendo. Von PlayStation. Richtig, ist es nicht PlayStation? Habt ihr überhaupt PlayStation? PS4 nicht, aber bis dahin ja. Achso. Weil das wäre der einzige Grund, eine PS4 zu kaufen. Ich musste jetzt für meine Freundin Heavy Rain bestellen, wenn sie da ist, das zocken kann. Okay. Also sie das unbedingt mal spielen wollte. Einen Moment. Achtung. Hm? Ja, okay. Bremst schon? Achso, nee. Nee, ich bremse nicht. Nein, ich, weil ich dachte, du kommst jetzt um die Ecke geschossen. Nee, ich habe aus meinem Mikro dichter mich rangezogen. Achso. Ja, ich habe übrigens in der letzten Aufnahme kleine Audioprobleme gehabt. Wie ihr vielleicht gehört habt, ich war ziemlich leise und manchmal auch ziemlich übersteuert. Aber nur bei dir. Ja, richtig, nur bei mir, weil der X-Story nicht ungefähr nur 10% Volume aufgenommen hat, warum auch immer. Okay.
Aber es hat Volume aufgenommen. Ich wollte gerade sagen, es hat es zumindest besser als nichts, ne? Nein, wir fahren vorwärts. Was ist noch für Salat? Also Gurkensalat fällt bei mir schon mal raus. Finde ich zu umständlich. Ja, und ich mag halt auch, wie gesagt, keine Gurken, also von dem her. Nee, also Gurkensalat ist lecker, aber ich habe noch kein Rezept gefunden, wo ich sage, das schmeckt mir. Okay. Weil ich kenne zwar einige Gurkensalatrezepte, aber die sind da meist so mit so einer komischen, weißen, verdünnten, wässrigen, weißen, komischen Soße. Aber es muss für mich eine Essigölsoße sein bei Gurkensalat. Und ich bin nun mal jemand, ich möchte ja selbst mein eigenes Rezept finden bei Kochdingern. Mhm. Ich weiß, wie Mama es macht, aber ich will es nicht machen wie Mama, ich will es machen wie ich. Vielleicht ein bisschen von Mama inspiriert, aber ich will es nicht so kochen wie Mutti. Das ist kein Problem. Deswegen, ich experimentiere beim Gurkensalat noch rum. Aber Kartoffelsalat und Tomatensalat, lecker, lecker, lecker. Tomatensalat. So, für alle, die viel Bass haben, ja, hallo, ihr seid jetzt auch wach. Bass. Und, ja. Bass. Ansonsten fand ich lustig, haben wir, glaube ich, im Stream mal drüber, haben wir nicht im Stream drüber geredet, über nass juckt. Am Eisbein selber machen? Weiß ich nicht, ich war das meiste im Stream, habe ich einfach nur vom Chat aufgepasst, aber es ist ja niemand eskaliert. Da meinte jemand, dass. Ich wollte mir gerade den wollte ich gerade holen. Reed. Hol dir einen anderen. Naja, warte, dann nimm du. Ja, ich wollte nämlich gerade wegfahren. Bin wieder eingestiegen. Ich meine, Eisbein ist eigentlich saumäßig einfach zu machen. Was ist Eisbein nochmal? Haxe. Aha. Warum nennt man sich einfach Haxe? Ist eh kürzer. Weil Eisbein heißt es im Osten. Ah, ja, okay, gut. So wie wenn das so Bulette und Frikadelle. Richtig. Ne, oder Matt Fleischküchle. Oder Matt und Hackepeter. Bei uns Schwaben heißt es ja nochmal anders. Bei uns heißt es Fleischküchle. Joa. Warte, schreibt man so? Wie Fleisch und Küchle. Richtig, Fleischküchle. Genau, Fleischküchle. Und das ist eigentlich ganz einfach, finde ich. Also, wie man Stab. Schau mal weg. Ja, das solltest du ja auch machen, sobald der fertig ist mit Grubbern. Spätestens. Wie man Kartoffelstampf macht, weißt du ja, ne? Mhm. Amazon. Amazon im Sonderangebot. Schauen wir doch mal, was der Laden so gibt, ne? Amazon. Also ich sag Stampfkartoffel dazu, bei euch heißt das vielleicht Kartoffelpüree. Ja, boah, ganze 5% Rabatt, hey, boah. Und das ist eigentlich auch ganz einfach. Kartoffeln kochen. Dann nimmst du die vom Herd, also Wasser abgießen komplett, dann nimmst du die vom Herd runter, stellst du auf die Küchenplatte, auf die Kochplatte, also auf die Arbeitsfläche rauf. Dann kommt da eine. Du stellst die Traktoren da rein, deswegen finde ich die nicht. Genau. Oh. Dann packst du dazu eine gute Messerspitze, so 150 Gramm Butter, in die Kartoffeln schmeißt du die mit rein und dann einen kleinen Schuss Sahne oder Milch, je nachdem, was dir lieber ist. Also ich habe gerade gegessen, aber ich kriege gerade Hunger. Also ein bisschen Milch dazu und dann stampfst du das einfach und nicht mit so einem komischen Zauberstab, Pürierstab-Mix, Dreckskackteil. Ich mag die nicht. Weißt du warum? Unser ist erst kaputt gegangen. Erstens dauert es ewig, bevor du damit Kartoffelpüree machen kannst. Und zweitens wird daraus im Prinzip Tapetenkleister. Das Zeug wird so zerstückt und zermatschhackelt, dass das im Prinzip eine feine, ganz, ganz feine Pampe ist und bloß noch wie ein Tapetenkleister vergleichbar wäre. Aber wenn du das mit diesem Stampfer machst, mit diesem Kartoffelstampfer, ne, kann man A, seinen Frust darin auslassen an den Kartoffeln und zweitens bleiben kleinere Stückchen übrig. Dann hast du quasi etwas, also ein Großteil ist Matschepampe, ne, durch das Matschepampen und rumhabern. Aber es bleiben auch einzelne kleine Kartoffelstückchen übrig. Das ist dann so quasi grob und fein, so mit Stückchen und jo, das ist voll lecker. Okay. Ja, okay. Sauerkraut wird einfach gekauft, aufgewärmt. Aber darf Schatzi jetzt nicht essen aktuell. Nicht? Darf man es nicht essen? Nein, als Schwangere sollte man kein Krautsalat, also kein Weißkraut und kein Sauerkraut essen, weil durch die Versetzung, also Sauerkraut wird ja gemacht, indem du einfach Weißkraut nimmst, also Weißkohl, klein raspelst in diese Streifchen, dann packst du es in einen Tonkrug rein, eigentlich, also so macht man es als Hausfrau, wenn man den selber macht. Dann kommt da halt Essigzeug, Gewürzmischung dazu und jetzt kommt der Witz, Milchsäurebakterien. Durch die Milchsäurebakterien wird dann der Krautsalat verarbeitet und dabei entsteht Alkohol. Oh, da bin ich dabei. Nee, den schmeckst du nicht raus, aber das Problem ist, der Alkohol ist da. Ja, ach so, ja, dann. Ne? Deswegen,
Für Schätzchen kein Zauberkraut. Und Eisbein ist ja ganz einfach. Einfach mal, also packst du es in den Bräter rein. Also Kasserolle heißt das Ding ja eigentlich. Ne? Andere sagen dazu Bräter. Was du unten in die Röhre reinschiebst. Du packst erstmal oben auf den Herd. Ich mach dann also einfach bloß Fett rein. Würzfeuer Eisbein mit Salz, Pfeffer, Paprika. Brate es ringsrum an. Schmeißt du noch Piment, Lorbeer und meine eigene Flüssiggewürzmischung. Dann kippe ich dann einfach oben ins heiße Fett mit rein. Dann wird das Ganze ein bisschen mit Wasser aufgefüllt, dass es so, ich sag mal, knapp einen halben Zentimeter, Zentimeter hoch drinne schwimmt. Das Wasser in den gesamten Bräter, dann unten in die Röhre und pro Kilo eine Stunde bei 200 Grad. Okay. Sprich, wenn du ein 1,5 Kilo Eisbein hast, dann ist das für 2 Stunden im Ofen. Pro angefangenes Kilo 1 Stunde. Ach, pro angefangenes Kilo, okay. Pro angefangenes Kilo. Dann ist es nämlich... Du kannst es schon vorher rausnehmen, du könntest auch schon sagen, bei 1,5 Kilo, ja, ich mach's bloß eine Stunde. Das ist schon durch. Aber es sieht etwas bräunlich aus. Es ist auch nicht so, es ist nicht mürbe gekocht. Es geht auch darum, dass es im Ofen mürbe gekocht wird. Dass es quasi von selbst zersaftet und zerfällt. Also ich kann ja sagen, dass du die Ravioli-Dose aufbekommst. Okay. Ich glaube, das längste Gericht, was ich jemals gemacht habe, war Pulled Pork. Okay. Da brauchst du, glaube ich, ein bisschen, ne? Das hat gedauert 2 Tage. Erst 24 Stunden Marinade eingelegt. Also 24 Stunden mariniert. Dann ist es morgens um 11 in den Ofen. Jetzt muss man natürlich aufpassen bei dem Kochen von dem Rezept. Also das ist im Prinzip ein Schweinebraten. Ein kompletter Schweinebraten. Ohne Netz außenrum. Mit ohne du musst Netz, das Fleisch. Okay. Also nicht im Netz eingewickelt und gefüllt oder irgendwie, sondern muss das Fleisch. Erstmal die Marinade. Dann kommt es unten in den Bräter, direkt in den Bräter rein. Man kann es so vorher knusprig anbraten. Also das mache ich eigentlich gerne, weil es eine Haut gibt. Dann kommt es in den Bräter rein. Unten in den Ofen an sich kommt noch eine feuerfeste Auflaufform, wo Wasser drin ist. Und da muss man aufpassen, die Kerntemperatur des Schweinebratens darf nicht über 70 Grad kommen. Und bei so, das sind bei mir, wenn ich beim Ofen so knappe 117, 118 Grad, also einmal ein Thermometer, um die Temperatur vom Ofen zu messen, die genaue Temperatur, und einmal ein Thermometer, um die Kerntemperatur des Fleisches zu messen. Und dann wird es ist dann von 11 Uhr bis um knapp 19 Uhr im Ofen gewesen. Boah, da riecht es doch bestimmt die ganze Zeit gut in der Wohnung, oder? Das ist das eines der Probleme daran, es riecht die ganze Zeit lecker und du kriegst Hunger. Nein! Dann Fleisch rausnehmen, in Alufolie einwickeln und für eine Stunde ins Bett legen. Ins Bett? Ja, also im Prinzip legst du es im Bett, wickelst das also in Alufolie ein, dann wickelst du das in ein dick Handtuch ein und dann packst du es nochmal unter die Bettdecke oder irgendeine andere Decke im Wohnzimmer. Du lässt es quasi gehen. Du lässt es da drinnen nämlich ruhen, genau. Und zwar für nochmal eine Stunde. Und derzeit darfst du nicht ins Bett legen, weil sonst wird's kuschelig. So, dann nimmst du es raus, wickelst es aus und dann kannst du 2 Gäbelchen nehmen und kannst das quasi abpulen. Mhm. Dann hast du quasi nur Fleischfasern. Und das geht saumäßig, also ich habe versucht, mit einer Gabel festzuhalten, mit der anderen zu popeln. Das kannst du immer vergessen, der ganze Ding zerfällt dir sofort. Schau mal aufs Konto. Wow, wo kommt das Geld her? Ach, lass mich raten, Silage. Schau mal aufs Konto. Ja, ich seh's doch. Schau, wie es mehr wird. Ja, warum? Silage? Oder Raps? Raps ist im Sonderangebot. Es gibt, es gibt fast 2000 pro Tonne. Warte, ich hab noch 74. Ja, mach das mal. Wie gesagt, also das ist richtig Hammer. Yam. Also ich könnte es mal wieder machen, aber es dauert halt so lange. Und dann kriegt man nochmal saftig Hunger. Wir hatten doch irgendwo... Ich brauche ein anderes. Ich nehme mal kurz bei Unimog. Okay, das Feld ist noch nicht ganz fertig. Da hinten auch noch nicht. Lieber Onkel Reed, wenn du fertig bist, Zeit vorspulen, bitte. Auf Abenddämmerung? Nein, länger, damit es reif wird hier. Also deswegen sage ich, wenn du fertig bist. Ah, fertig, danke. Danke. Jetzt regnet es, na toll. Silage! Aber es regnet. Noch nicht. Ja, aber ich kann nicht ernten, wenn es regnet. So, strahlenblauer Himmel. Bei mir steht Regen. Ja, es regnet aber noch nicht, oder? Du kannst nur nicht ernten, während es regnet, aber... Achso,
Platz da. So, aber die Folge ist zu Ende. Nee. Doch. Jetzt. Die Folge ist jetzt zu Ende. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder am... am Farming Simulator Dienstag. Genau, am Farming Simulator Dienstag mit dem Reed und seinem Thema. Oh Gott. Also, wieder fürs Einschalten. Euch noch ein schönes Wochenende. Richtig. Und bis dann. Tschüss.